Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Und heute wird es einen Mukbang geben, sowas ähnliches. Ein Laber-Quatsch-Video, ein Ich-esse-Mandarinen-Video. Ja, habe ich nicht eine hübsche Serviette hier? Schön, ne? Ja, ich habe Hunger gerade bekommen und ich habe aber irgendwie keinen Bock gehabt, was Richtiges zu essen. Seit ein paar Tagen esse ich irgendwie überhaupt nicht vernünftig. Ich habe auch seit ein paar Tagen nichts Warmes mehr gegessen. Ich glaube, seit Samstag oder so habe ich nichts Warmes mehr gegessen. Ich habe einfach keinen Hunger. Mir geht es momentan eigentlich gut. Momentan sind vor Weihnachten sehr schöne Dinge auf mich zugekommen, sagen wir mal so. Ich habe sehr viele Überraschungen gekriegt. Aber gesundheitlich geht es mir momentan irgendwie so richtig dreckig, sagen wir das mal so. Das ist aber jeden Winter so. Ich habe nämlich momentan so, ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, so eine dauerhafte Krankheitswelle, sagen wir mal so. Ich habe das jedes Jahr. Und zwar geht es mir einen Tag gut, den anderen Tag habe ich Schnupfen und Husten und was weiß ich nicht was. Und dann geht es mir wieder zwei Tage gut und dann habe ich wieder Schnupfen und Husten und Bauchschmerzen, was weiß ich nicht was. Und das geht den gesamten Winter so, dass ich immer mal zwischendurch kränkel. Und das haben damals schon meine Arbeitgeber so aufgeregt, also die haben sich aufgeregt, weil ich halt dann mal eine Woche krank war. Dann war ich wieder da, dann war ich wieder eine Woche krank. Aber dafür kann ich nichts. Ich habe halt einfach irgendwie im Winter so ein scheiß Immunsystem. Und mir geht es halt dann immer mal schlecht. Also keine Ahnung, was ich habe. So, es ist bei mir nicht so, dass ich krank bin und dann bin ich gesund. Nein, ich bin halt immer, zwei Tage geht es mir gut, zwei Tage geht es mir schlecht, zwei Tage geht es mir gut und gerade geht es mir halt einfach nicht gut. Oh, diese Nachbarn, ey. Ich habe jetzt seit zwei Tagen irgendwie Schnupfen. Gestern war richtig schlimm, da habe ich so Kopfschmerzen bekommen. Ich glaube, ich hatte auch zwischendurch Fieber und dann gegen Abend ging es mir wieder gut. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen Schnupfen gekriegt. Das ist einfach scheiße. Ja. Ich bin auch momentan irgendwie voll geladen mit Arbeit. Also die Wohnung habe ich jetzt endgültig gekündigt. Also das ist schon mal fest. Habe ich auch schon abgegeben bei der Post. Und das ist sogar schon dort angekommen bei der Hausverwaltung. Ich warte jetzt eigentlich nur auf ein Rückschreiben. Ich habe das Ganze per Einschreiben weggeschickt. Immer ein guter Tipp, per Einschreiben alles wegschicken. Und heute habe ich das von der Telekom weggebracht. Dann habe ich auf der einen Arbeit schon Bescheid gesagt, dass ich kündige. Und die waren sogar richtig lieb zu mir. Die haben gesagt, ja, uns war schon klar, dass das so passieren wird. Irgendwann, wir dachten nur nicht, dass das so früh passieren wird. Mein anderer Arbeitgeber weiß eigentlich auch schon so ziemlich Bescheid. Der wusste, dass ich irgendwann weg bin. Eigentlich wäre ich jetzt schon Anfang dieses Jahres weg gewesen, aber es hat leider nicht ganz geklappt. Der wusste aber, dass ich gehe. So, deshalb wird das bei dem auch, ja, kein Wunder sein, dass ich plötzlich kündige. Was wollte ich davor jetzt sagen? Ach so, auf jeden Fall habe ich dann sogar dafür, dass ich gehe, als Belohnung noch Urlaub gekriegt. Ich kriege jetzt ab dem 20. muss ich letztes Mal hin und dann muss ich erst wieder Neujahr hin. Und ich bin am 23.03. will ich die Wohnung abgeben. Oder ist schon ein paar Tage früher. Auf jeden Fall ab dem 23.03. Habe ich dann auch nochmal den Rest des Monats Urlaub und kriege den halt bezahlt. Ja, habe ich von denen so dann Geschenk gekriegt. Ja, heute Morgen habe ich voll verpennt. Ich bin erst um 9:45 aufgestanden, aber ich war gestern richtig lange wach. Richtig, richtig lange wach. Ich habe noch Videos geschnitten. Momentan habe ich zwei Videos im Voraus. Das heißt, dass ich erstmal keinen Druck habe, was Videos schneiden angeht. Und dann habe ich heute Morgen erstmal eine Person geblockt. Ja, die hat mir irgendwas wegen dem H&M-Video geschrieben. Ganz viele haben mir darauf geantwortet, ja, das war vor 30, 40, 50 Jahren. Das war so die Mode damals und sowas. Ja, ich bin nur leider 2001 geboren. Das ist überhaupt nicht meine Mode. Ich bin mehr so diese schlichte. Ich verstehe diese ganzen Pastor-Outfits nicht oder diese ganzen für mich komischen Outfits aus Stoff, Taschen aus Stoff und sowas. Ich verstehe das nicht. Es tut mir leid, einige von euch denken sich jetzt nur, wie dumm kann man einfach sein, dass man diesen Trend nicht mitgeht. Aber nein, es ist einfach nicht meins. Es tut mir leid und heute Morgen wurde ich dafür von irgendeiner Frau mit dem russischen Namen, Angelika oder irgendwie sowas hieß, die hat mich richtig hops genommen. So, ich verstehe ja deinen Trend auch nicht. Ich würde zum Beispiel auch niemals von Mickey Mouse irgendwas anziehen, einfach nur kindisch und sowas. Und ich hatte heute Morgen einfach absolut gar keinen Nerv drauf. Ich dachte mir nur so, ey Alter, wenn dir mein Kanal nicht gefällt, wenn dir das nicht gefällt, was ich hochlade, diese Aussage, ich verstehe dein H&M-Video nicht. Ey, dann hau doch bitte aus von meinem Kanal ab. Geh, stillschweigen, geh, ist auch alles in Ordnung. Ich zwinge keinen auf meinem Kanal zu sein. Wem es nicht passt, den passt es nicht.
dem passt es nicht, der soll einfach gehen und alles ist in Ordnung. Warum muss man seinen Senf dazugeben? Ich kenne auch super viele YouTuber, wo ich am Anfang dachte, oh okay, die sind cool und dann plötzlich war so, nee, ich gucke die doch nicht gerne. So, dann gehst du einfach stillschweigend, deabonnierst du oder guckst es dir einfach nicht mehr an, dann ist es in Ordnung. Aber was denkst du, dass ich dir jetzt Konter gebe? Nö, nö. Meine Follower, meine Community, die mich lieb hat, hat mich so ein bisschen umerzogen. Die haben mir gezeigt, wie man das richtig macht, einfach blocken. Da bin ich auch super stolz drauf. Ja, auf jeden Fall habe ich mir einfach dann heute Morgen gedacht, ihr könnt mich mal sonst wo. Aber gab es noch eine andere, die hat drauf geantwortet auf YouTube wegen H&M. Die hat aber vernünftig geantwortet. Das fand ich überhaupt nicht schlimm. Die hat ihre Meinung gesagt und sowas. Und die zweite hat zwar auch gesagt, meine ich nicht böse, aber ich habe es trotzdem böse aufgenommen. Deswegen habe ich die geblockt. Die andere, die mir geschrieben hat, die, da habe ich nicht geblockt oder sowas. Da habe ich, glaube ich, sogar geantwortet. Fand ich auch nicht schlimm. Also die hat normal geschrieben, nicht so beleidigend geschrieben. So, wisst ihr, was ich meine? Ich habe ja nichts dagegen, wenn man seine Meinung öffentlich auf meinem Kanal äußert. Solange es so rüberkommt, dass es für mich nicht beleidigend klingt. So, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Meine Nase läuft wieder. Mandarinen essen. Pascal ist nicht zu Hause. Ich darf normalerweise keine Mandarine essen. Ich darf auch das ja eigentlich trinken. Das ist Schwipp Schwapp Zero. Lemon Taste mit Orangenkonzentrat. Und ich kann kein Orangenkonzentrat ab. Und auch kein Mandarinenkonzentrat. Und auch kein Zitronenkonzentrat. Ich trinke das aber unheimlich gerne und esse es unheimlich gerne. Nur kriege ich davon Bauchschmerzen. Weil die Kombination ist einfach zu viel und ich vertrage das einfach nicht. Ich kann irgendwie kein Konzentrat ab und auch keine richtigen Mandarinen und Zitronen. Eine geht so, aber ich esse es momentan so gerne. Und deswegen habe ich fast jeden Tag Bauchschmerzen. Ja, ist halt so, wie es ist, ne? Ich kann das zum Beispiel auch nicht in Seife ab. Orange ja, aber in Seife kann ich zum Beispiel überhaupt gar keine Pfirsich haben. Wenn da Pfirsichkonzentrat ist in der Seife, kriege ich Ausschlag. Ich weiß noch, als ich damals das erste Mal bei Pascal zu Besuch war, seine Mutter hatte im Badezimmer von Aldi eine Seife mit Pfirsich drin, mit Pfirsichextrakt oder was auch immer das war. Ich habe so rot gepunktete Hände gehabt, die guckt mich nur so an, warum bist du so rot? Ich so, keine Ahnung. Und ich hatte mal Pascal erzählt, dass ich gegen Pfirsich und Nektarine so ein bisschen, damals halt so angefangen erst gerade. Da konnte ich auch noch Mandarine und sowas ab. Damals war das Pfirsich, was ich nicht vertragen konnte. Und dann hat er gesagt, Mama, haben wir nicht im Badezimmer Pfirsichseife? Ja. Ja. Hat sie dann eine andere hingestellt und dann war auch alles wieder gut. Ich liebe Mandarinen. Mann, wer mag Mandarinen auch? Ich finde die einfach so geil. Ich mag nur nicht die mit den Dingern da drin, mit den Körnern, mit den... Ihr wisst, was ich meine. Boah, mir geht das hier einfach alles auf den Senkel, Mann. Da ist laut, da ist laut. Warum können die Menschen nicht einfach leise sein? Die hier hinter uns... Also die Nachbarn neben uns müssten hier die Wand, die bei uns ist, das müsste eigentlich deren Wohnzimmer sein. Aber wir vermuten, dass sie daraus das Schlafzimmer gemacht haben, weil die ist jedes Mal da irgendwas an der Wand am reinlegen und morgens, als würde sie da irgendwie Schmuck reinlegen und Schmuck rausholen. So hört sich das irgendwie so ein bisschen an. Ich muss wieder zum Friseur. Mit Pascal zusammen. Ich gehe jetzt zu Pascal, seinem Friseur. Ih, was ist das denn? Oh, Leute, ich habe mir was Cooles bestellt. Ich konnte nicht anders. Ich habe wieder bei Jollyfeen bestellt. Und habe mir wieder die ganzen Sachen, was ich für Gelnägel brauche, bestellt. Vielleicht klappt das ja. Ich bin gespannt. Ich werde das erstmal auf einem Finger ausprobieren. Und wenn ich dann einen Ausschlag kriege, beziehungsweise eine allergische Reaktion kriege, dann habe ich das wenigstens nur an einem Finger und nicht an zwei, drei, vier und nicht an allen. Und ich bin schon ganz gespannt. Ich habe mir so Tunneltipps bestellt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die sind dann hier vorne einfach so wie so ein Tunnel. Ist das so ein Bogen? Ich habe voll Bock drauf. Ich habe keinen Bock mehr auf meine Nägel. Ich will erstmal gucken, ob ich das vertrage.
Und wenn ich das vertrage, dann will ich versuchen, meine Greenies wegzubuffern. Vielleicht sind die noch nicht ganz so tief. Okay, hier habe ich es aufgegeben, hier muss ich das rauswachsen lassen. Aber bei den anderen, das sind nämlich echt helle Stellen. Und ihr könnt das vorne sehen. Vielleicht kriege ich die ja weggebuffert und dann kann ich halt eine Modellage drauf machen. Aber solange die Greenies drauf sind, kann ich keine Gelnägel machen. Aber ich wollte schon mal bestellen, damit ich das da habe, wenn es dann soweit ist. Ja. Da war auch irgendwie gerade Prozente drauf, keine Ahnung. Da war auch Fiberglasgel. Da habe ich ein bisschen gespart. Und dann hatte ich noch einen Gutschein, der wäre ausgelaufen. 5 Euro sind 5 Euro. Und dann habe ich mir auch noch ein neues Gel bestellt. In Blau war auch für 2,90 Euro. Das verlässt, glaube ich, das Sortiment. Fand ich aber ganz schön, weil ich French machen wollte. Versiegelungsgel war auch irgendwie reduziert. Deswegen habe ich einfach bestellt. Jetzt, Leute, langsam geht es hier auf alles geht hier zu Ende zu, wenn Weihnachten vorbei ist. Dann kommt ja Silvester, logisch. Und nach den Feiertagen werde ich dann die Kisten packen. Werde ich auch nicht mehr dekorieren. Mit alles, was ich in Deko habe, schon eine Kiste packen. Und dann, wenn wir das erste Mal wieder zu Mama fahren, kommt die erste Kiste schon mit. Wahrscheinlich kommt der Fernseher auch schon mit, weil sozusagen haben wir noch 2 Monate. Den Dezember können wir jetzt nicht mitzählen, weil im Dezember fahren wir nicht mehr zu meinen Eltern. Und im Januar, im Februar fahren wir wahrscheinlich jeweils einmal. Und dann muss das, was mitkommen soll, rüber. Weil, wenn alles so klappt, entweder geben wir schon Mitte März die Wohnung ab. Oder am 23. fast am Ende. Egal wann, wenn ich fahre alleine zurück. Ich fahre nicht mit Pascal, ich fahre alleine nach Cuxhaven. Pascal bleibt hier. Bis Mitte Juni, ja. Das heißt, wir werden die ganzen Monate erstmal wieder eine Fernbeziehung führen. Sagen wir mal so. Er zieht für diese 2,5 Monate, sind das glaube ich, bei seinen Eltern ein. Und dann kommt er hinterher, weil er muss länger arbeiten. Das geht nicht, er kann nicht früher weg. Wegen seinem Urlaub, er kriegt ihn sonst nicht. Er hätte zu seiner Chefin gehen können und sagen, hey, ich will dann und dann schon weg. Ich will versetzt werden. Aber das Problem ist, er hat im April Urlaub und er hat im Ende Juni Urlaub. Und ich brauche diesen Urlaub von ihm Ende Juni, weil dort ein Urlaub geplant ist. Und wenn er halt die Filiale wechselt, dann kann das sein, dass sie sagen, nee, in diesem Zeitraum kannst du keinen Urlaub mehr nehmen, weil da zu viele Urlaub haben. Du müsstest bitte wann anders Urlaub machen. Man kriegt halt, wenn man die Filiale wechselt, nur noch die Reste. Das ist dann halt so. Dann muss man halt da durch dieses eine Jahr. Und damit er halt wenigstens die beiden Urlaubs Wochen bekommt, muss halt länger bleiben. Aber das macht nichts. Wir sparen dadurch enorm viel Geld, weil es fällt super viel weg. Pascal muss zwar seiner Mama ein bisschen Geld geben, also dafür, dass er da wohnt und esst und isst und sowas. Wie viel sage ich jetzt nicht, aber ja, Strom fällt weg, Internet fällt weg, Stellplätze fallen weg. 555 Euro Miete fallen weg. Und das ist halt schon viel Geld, was man dann sparen kann. Natürlich fallen dann bei mir auch 2 Jobs weg. Weil ich habe ja gesagt, wenn ich umziehe, dann hier nichts mehr mit Arbeiten gehen bei mir. Dann konzentriere ich mich zu 100% auf Social Media. Das kann ich dann aber auch, weil ich halt dann wieder bei meinen Eltern wohne. Und meinen Eltern muss ich halt wirklich, ich muss meinen Eltern nichts im Monat geben. Dafür, dass ich dort esse, dass ich wohne, dass ich das Wasser benutze, kann Strom benutzen. Ich muss dafür nichts bezahlen. Aber ich möchte gerne trotzdem meinen Eltern dann, wenn ich dort wohne, ein bisschen was geben. Einfach halt, um die zu unterstützen, weil trotzdem alles, was wir da benutzen, das kostet Geld, ne? Und dann bezahlen wir ihr halt so ein kleines bisschen Miete. Soweit so gut. Und dann habe ich vor, so circa ein Jahr bei meinen Eltern zu wohnen. Und dann möchte ich gerne, weil Pascal kriegt dann 2023, kriegt er die Gehaltserhöhung. Weil er so und so viele Jahre schon im Beruf ist. Und wenn er die dann gekriegt hat, dann werde ich halt zur Bank gehen und dort halt einen Kredit versuchen zu beantragen. Beziehungsweise
fragen, wie viel Kredit ich bekommen würde für ein Haus, wie viel halt der Rahmen ist, und dann werden wir halt gucken, dass wir uns entweder ein Haus bauen oder halt ein Haus uns kaufen. Ja, ein kleines Haus, also Wunsch ist bei uns auf jeden Fall, dass wir uns ein Bungalow bauen. Ein kleines Bungalow, das heißt nichts mit zweiter Etage, einfach nur Bungalow. Und ja, ich hoffe, dass das Ganze so ein bisschen klappt. Das sind so unsere Pläne. Aber erstmal Stück für Stück, erstmal müssen wir umziehen. So, ich habe aufgegessen, Leute. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Abend und würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.